Ja, moin moin und willkommen zu meinem nächsten Gear Review. Wie ihr seht, stehe ich diesmal und sitze nicht. Das liegt daran, dass dieser Verstärker fast so groß ist wie ich. Willkommen zum Gear Review. Dieses Mal ein Bassverstärker und zwar von Marshall, der MB450. Es gibt den MB450 in verschiedenen Versionen. Zwar als 450H, das ist das Top-Teil, oder auch als 410, das ist dann das Top mit einer integrierten 410er Box. Ich habe mich dafür entschieden, nur das Top-Teil zu kaufen, erstmal. Und das dann mit der Original MB-C410 4x10er Box zu bestücken. Und da unten, das kann man nicht sehen, mit der Original MB-C115 Box. Das ist eine 15 Zoll Box. Beide Boxen haben Hochtöne dabei, die man hinten separat an- und ausschalten kann mit so einem kleinen Kippschalter. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um den Verstärker. Wie man schon sehen kann, steht hier nicht mehr Marshall drauf. Dass ich da das Is abgenommen habe und durch einen etwas individuelleren Schriftzug ersetzt habe. Auch diese beiden Targets, die ihr links und rechts davon seht, gehören nicht zum originalen Marshall. Die habe ich auch selbst angebracht, um dem Ganzen einen wenig persönlichen Touch zu verleihen. Ebenso die Bezüge der Boxen. Mittlerweile seht ihr hier den Union Jack. Die sind im Original nur schwarz mit Gittern vorne dran. Gucken wir uns den Verstärker an. Der Verstärker hat zuerst einmal ganz links die Input-Buchse, wie die meisten Verstärker auch. Danach können wir umschalten zwischen aktiven Bässen und passiven. Ich bin jetzt auf passiv, weil ich auch einen passiven Bass habe. So, dann haben wir hier zwei Kanäle, den Modern-Kanal und den Classic-Kanal. Der Modern-Kanal baut auf einer Transistor-Vorstufe auf, der Classic-Kanal auf einer Röhrenvorstufe. Wir machen mal den Modern-Kanal an. Jetzt haben wir die Transistor-Vorstufe. Ich habe momentan den Volume Poti auf 7 von 10 Punkten, den Bass Poti oben in der Mitte, also bei 12 Uhr. Das ist in diesem Fall, sind das die 5 Punkte, die Mittenfrequenz auf 6 Punkte eingestellt, die wirklichen Mitten auf 3 Punkte und die Höhen auf 4 Punkte. Den Kompressor habe ich aus, wenn würde er auf 5 Punkte stehen, das mache ich gleich mal an. Und so klingt der moderne Kanal. So, wir schalten den Kompressor mal hinzu. Das war jetzt auf der Mitte. Wir kompressieren mal sehr, sehr hart. Man merkt schon den Unterschied. Kompression mal sehr raus. Ich stelle wieder auf 5. Ich benutze ihn aber sowieso nie, weil ich normalerweise meinen Effektboarder vorgeschaltet habe. So viel zum Modern-Kanal. Ich schalte um auf den Classic-Kanal. Das ist hier sehr schön gemacht. Wir haben hier eine LED. Wenn der Modern-Kanal an ist, ist die LED immer grün, beim Classic-Kanal rot. Ich habe jetzt mit dem beigelieferten Foot-Switch umgeschaltet. Normalerweise haben wir hier auch einen kleinen Knopf, der jetzt nicht funktioniert, weil der Foot-Switch angeschaltet ist. Kommen wir zum Classic-Kanal. Der Classic-Kanal hat vorerst einen separaten Gain-Regler. Das steht bei mir auf 5 Punkten. Komplett auf 0, kommt natürlich nichts durch, bei 10, ist schon deutlich lauter als bei 5.
jeder Spielweise auch. Wir haben hier noch einen Boost-Schalter. Den nehme ich meistens raus, weil ich der Meinung bin, dass dieser Amp auch so schon genug leisten kann. Kommen wir zur ersten Einstellungssache des Classic-Kanals, und zwar Volume. Ich habe den Volume-Schalter ganz bewusst auf 9 von 10 Punkten, um so ein wenig die Endstufe auch überfahren zu können, damit wir einen schönen aggressiven Sound haben. Bass habe ich jetzt hier in meiner Wohnung gerade mal auf 1,5 Punkte gesetzt und ihr hört trotzdem, der Bass kommt sehr stark raus. Dieser Verstärker hat im Vergleich zu vielen, vielen anderen Amps auch gar keine Probleme, was die tiefe H-Seite angeht. Die wird mit Bravour gemeistert. Dann haben wir eine Einstellung namens Voice Shift. Da könnt ihr dann drei verschiedene Frequenzen einstellen. Die blende ich euch hier ein. Dann könnt ihr diese Voicings auch noch jeweils absenken. Oder etwas klarer herausstellen. Ich habe das meistens in der Mitte auf 5 Punkten. Die Höhen habe ich auf 6 Punkten eingestellt. Und ich finde, die Höhen kommen auch schon so sehr gut raus. Dann haben wir die Funktion des Blendings. Auch hier wieder einen Knopf, den wir anschalten könnten, wenn der Footswitch nicht angeschlossen wäre. Ich drücke mal hier auf Blend und hier können wir dann sehr schön überblenden zwischen dem Modern Channel und dem Classic Channel, wenn wir das Beste aus beiden vereinigen wollen. Das war jetzt die Mitte, mal komplett Modern. Und komplett zum Classic hin. Wieder auf 5. Hier können wir noch die Lautstärke des Blendings einstellen. Ich habe das jetzt momentan zwischen 6 und 7 Punkten. Das Blending kommt wieder aus. Ganz rechts haben wir den Master Volume. Der steht jetzt bei mir aufgrund der Tatsache, dass ich auch Nachbarn habe. Und in meinem Wohnzimmer steht gerade mal auf einem Punkt, nicht mal ganz. Ein Punkt wäre so. Hier wieder ein bisschen runter. Demnach könnt ihr euch schon vorstellen, was los ist, wenn wir den auf 10 Punkte stellen. Kein Wunder, ich bin jetzt gerade im Classic-Kanal, habe eine Röhrenvorstufe und drücke mit insgesamt 450 Watt an 2 Ohm raus auf die beiden Boxen mit der entsprechenden Membranfläche, also 4x10 Zoll und 1x15 Zoll plus die Hochtöner, hat man schon einiges, was man dann wegdrücken kann. Natürlich hat der Verstärker auch wie die meisten einen CD-Input. Sehr, sehr schön. Ist eine große Klinke, keine kleine Klinke, sondern eine große Klinke. Gefällt mir sehr, sehr gut, weil man auch mal kurzerhand mit dem Adapter das Handy anschließen kann, einfach dazu spielen kann oder auch wenn man nur Musik hören will. Wunderbar. Hat einen sehr, sehr guten Sound. Daneben der Headphone Out, ebenfalls große Klinke, also Kopfhörerausgang. Nicht zu verachten, wenn man mal nachts üben will oder die Nachbarn nicht ärgern will. Auch darüber klingt der Amp wirklich, wirklich gut. Zu guter Letzt, ganz rechts, wie fast immer, Power on off. Ich habe ihn jetzt eingeschaltet, natürlich, sonst würde man das nicht hören. Wenn ich ihn ausmachen würde, wäre es nicht so. Was wir jetzt nicht sehen, sind auf der Rückseite der DI-Ausgang, den wir auch haben als XLR, den Effekt-Einschlafkanal, also wir haben immer Effekt Send und Return. Und wichtig ist auch, wenn da was angeschlossen ist, also ein Kabel rein, ein Kabel raus und die sind nicht verbunden. Das heißt, es geht aus dem Send raus
kommt aber in den Return nicht wieder rein. Dann hört ihr auch kein Signal, dann kommt nichts. Die Eye-Out ist XLR standardmäßig. Wir haben hinten noch einen Lüfter, um die Röhre darin zu kühlen. Als Ausgangsbuchsen haben wir für die beiden Boxen Speakin-Buchsen oder alternativ Klinkenbuchsen. Und das ist eigentlich alles, was es zu dem Verstärker zu sagen gibt. Habt ihr den Verstärker selber, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Das möchte ich sehr, sehr gerne wissen. Und sagt mir doch mal, welche Einstellungen ihr an diesem Verstärker sehr gerne mögt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Das war's schon wieder. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Like da. Direkt unter mir könnt ihr den Kanal abonnieren, so verpasst ihr keine Videos mehr. Habt ihr noch Fragen? Schreibt sie in die Kommentare. Viel Spaß und keep on rockin'.